In Solingen ist unser Reporter Rupert Wiederwald. Herr Wiederwald, was wissen Sie über die Lage in Solingen derzeit? Was ist gesichert bekannt? Bekannt ist, dass es hier drei Menschen verstorben sind bei diesem Attentat oder diesem Anschlag, der heute um 10 Uhr abends auf dem Stadtfest direkt hier hinter mir am Fronhof in Solingen passiert ist. Vier weitere Menschen wurden zum Teil schwerst verletzt, schweben also zum Teil auch noch in Lebensgefahr. Weitere Informationen erhoffe ich mir jetzt von Alexander Kresta. Er ist der Leiter der Pressestelle der Polizei Wuppertal. Herr Kresta, was können Sie sagen? Wie ist der derzeitige Stand? Ja, alles angefangen hat mit diversen Notrufen bei uns, so gegen 21.37 Uhr auf der Einsatzleitstelle in Wuppertal. Dort wurde uns von vielen Zeugen mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter Täter wohl ein Messer verwendet hat und wahllos Menschen angegriffen hat, schwer verletzt hat. Sie sagten es gerade schon, wir beklagen im Augenblick tatsächlich drei Tote, drei Menschen sind verstorben. Aber wir haben auch noch mindestens vier Verletzte. Das sind jetzt im Augenblick die Zahlen, die ich habe. Die können sich auch noch natürlich ein bisschen verändern. Was man hier derzeit auch noch hört, ist, dass ein Hubschrauber über der Stadt kreist. Es ist natürlich sehr viel Polizei vor Ort. Auch Polizei aus anderen Städten wurde hier zusammengezogen. Innenminister Reul von Nordrhein-Westfalen ist auch gerade hier eingetroffen und schaut sich den Tatort derzeit an. Es ist offenbar auch der Täter immer noch flüchtig, haben Sie gerade gesagt. Was können Sie denn derzeit über den Täter sagen? Ich glaube, das ist unser Riesenproblem. Wir haben noch nicht so viele Angaben zu dem Täter. Jetzt muss man auch sagen, viele Zeugen, die im unmittelbaren Feld sich dort bewegt haben, stehen unter Schock. Die werden von uns im Augenblick professionell betreut und wir vernehmen diese natürlich, um jetzt da genauere Angaben zu bekommen. Aber wir sind in einer großen Fahndungslage, wir sind hier mit einem Großaufgebot der Polizei unterwegs und versuchen so schnell wie möglich diesen Täter zu ergreifen. Gibt es denn so etwas wie eine Personenbeschreibung? Gibt es irgendwie nähere Angaben darüber, was man da überhaupt sucht? Eben das ist im Augenblick noch für uns das Problem. Wir müssen im Augenblick jedes Puzzleteil zusammenstecken. Und wenn ich jetzt was Falsches sagen würde, wir gehen in diese Richtung oder diese Richtung, dann wird das nur auf die falsche Spur führen. Und das wäre jetzt nicht sinnvoll. Einige Medien berichten darüber, dass die Polizei dies als Terrorattacke bewerten würde. Würden Sie soweit auch gehen? Wir reden in unserem Polizeijargon tatsächlich von Anschlag. Warum? Weil ein Täter wahllos auf einem Volksfest Menschen getötet hat und verletzt hat. Und das ist für die Polizei nach Klassifizierung erstmal ein Anschlag. Grundsätzlich, die Stadt Solingen hat jetzt gesagt, sie möchte das Stadtfest so natürlich nicht weiterführen. Eigentlich ein sehr großes Fest für diese Stadt. 650 Jahre wollte man an diesem Wochenende feiern. Das wird jetzt so erstmal nicht mehr stattfinden. Tatsächlich überlegt man nun morgen eine Trauerfeier zu machen. Der Oberbürgermeister war auch ebenfalls schon hier und hat auch seine Trauer auch noch einmal ausgedrückt. Die Stadt Solingen hat in letzter Zeit durchaus einige schlimme Dinge erleben müssen. Da gab es ja auch einen Brand vor wenigen Monaten erst. Also die Stadt ist einigermaßen gebeutelt. Herr Kresta, vielen Dank. Erstmal so weit. Wenn Sie weitere Informationen haben, kommen Sie sicherlich auch wieder zu uns. Wir hoffen jetzt einfach, dass sozusagen mit den Opfern, dass es nicht weitere Opfer zu beklagen gibt. Wir sehen halt hier um uns herum auch immer noch, dass eine große Aufmerksamkeit da ist. Die Stadt wurde groß abgeriegelt. Es gibt auch eine große Aufmerksamkeit jetzt. Die Frage ist natürlich, wie geht es am Ende weiter? Herr Kresta, erstmal vielen Dank bis hierhin. Soweit zurück nach Hamburg. Herr Wiederwald, gibt es denn auf so einem Stadtfest, gibt es die Möglichkeit für die Bewohnerinnen und Bewohner von Solingen eine Art Hotline zu nutzen, wo sie sich erkundigen können, wo sie natürlich im besten Fall zweckdienliche Hinweise, eventuell Handyaufnahmen von diesem Anschlag hingeben können? Das gibt es sicherlich. Da muss ich allerdings passen. Da erwischen Sie mich jetzt hier gerade auf dem falschen Fuß. Natürlich kann sich jeder Bewohner und auch jeder mit zweckdienlichen Hinweisen an die Polizei wenden. Eine genaue Nummer habe ich aber leider jetzt derzeit hier nicht präsent, werden wir aber nachliefern. Haben wir es auch richtig verstanden, dass die Bewohner nach wie vor aufgefordert sind, wirklich diesen Innenstadtbereich zu meiden? Das hat hier ein lokales Medium so berichtet. Ich kann von meinem eigenen Augenschein sagen, dass die Straßen hier zwar leer sind, aber es ist auch nicht so, dass man Menschen jetzt von den Straßen wegschicken würde. Also hier sind nicht nur Pressevertreter, die wir jetzt gerade mannigfaltig auch um uns herum gesehen haben, sondern auch ganz normale Passanten und Zivilisten da. Das sind natürlich nicht so viele, weil es ist schließlich auch nachtschlafende Zeit. Und die Innenstadt von Solingen ist auch um diese Zeit an so einem Tag normalerweise nicht besonders belebt. Aber man kann nicht sagen, dass die Menschen jetzt weggeschickt würden. Natürlich sagt die Polizei, die Leute sollen vorsichtig sein und sollen natürlich nicht hier hinkommen, einfach nur um zu schauen und zu gaffen. Es ist aber auch nicht so, dass sie daran gehindert würden. Können Sie vielleicht noch einmal kurz eingehen auf die ersten Reaktionen aus Politik, von der Landesregierung? Es gab erste Reaktionen.
Ja, wir haben ja gesehen, dass der Innenminister von Nordrhein-Westfalen gerade vor wenigen Minuten hier eingetroffen ist. Er macht sich gerade ein Bild von der Lage. Herbert Reul ist gerade hier hinter uns in den Fronhof gegangen, um sich dort einen ersten Überblick zu verschaffen. Er wird sicherlich danach auch mit uns noch kurz seine Eindrücke teilen. Wir haben auch gehört, dass der Oberbürgermeister von Solingen, Tim Kurzbach, hier schon vor Ort gewesen ist und seiner Trauer und seiner Bestürzung Ausdruck gegeben hat. Die Stadt Solingen hat ja auch schon gesagt, dass sie dieses Stadtfest hier nicht weiter feiern will, weil es einfach niemanden hier mehr zum Feiern zumute ist. Stattdessen soll es morgen eine wie auch immer geartete Trauerfeier geben. Wie genau das aussehen wird, das ist noch nicht bekannt. Im Vordergrund steht jetzt aber vor allem in erster Linie, den Täter zu finden, ihn habhaft zu werden. Wir hören auch immer noch über uns die Polizeihubschrauber kreisen und ein großes Polizeiaufgebot, das hier in der Stadt einfach präsent ist. Rupert Wiederwald live aus Solingen. Vielen Dank zu Ihnen.